Hallo und willkommen zurück, meine lieben Highspeed-Junkies. Da wären wir wieder bei Trackmania Turbo. Und ja, nachdem es in der letzten Folge in der Arena zur Sache ging, bin ich ja mal gespannt, wie es heute hier zur Sache geht. Das wird auf alle Fälle eins dieser Runden, wo es ganz bestimmt richtig, richtig spannend wird. Hoffe ich doch mal. So langsam musste mal wieder ein bisschen was Erfolgsversprechendes kommen, nachdem wir in der letzten Folge ja nur teilweise erfolgreich waren. Ich sag mal, auf einer Strecke waren wir richtig gut, auf zwei so Durchschnitt und auf der letzten waren wir dann, auf einer waren wir absoluter, naja. Bei so Nebendingens, okay, er lädt irgendwas. Ist das jetzt wieder eine Custom-Strecke oder was? Auf jeden Fall. Okay, ich glaube, die kenne ich. Nein, die kenne ich definitiv nicht. Okay. Wow, 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 wow. Heieiei. Also hier geht's schon mal gut ab. Okay, das ist echt krass. Dann, wow. Alter. Ah, das war vielleicht nicht so gut. Ja, erstmal werden wir natürlich eine Zeit fahren. Und dann... Oh Gott. Ja, ab gegen die Mauer. Okay, nochmal von vorne. Da haben wir vielleicht ein bisschen mehr Überblick. Okay, also die Strecke scheint, wow, nicht ohne zu sein. Ohne Witz. Die hat es auf alle Fälle in sich. Boah. Alter Vater. Nein, und da drehen wir uns. Erstmal gucken, dass ich die Zeit hier fahre. Irgendwie. Wenn wir die Strecke kennen, nicht, dass wir dann hinten raus wieder die Scheiße bauen. Ja, gibt's das? Boah, Alter, kranker Shit. Okay, die Strecke ist mal. Woo! Auf jeden Fall eine krasse Nummer. Da muss Konzentration her. Um hier eine gute Zeit zu fahren. Mal sehen, was wir da noch holen können. Okay, hier haben wir schon mal deutlich besser gefahren als letztes Mal. Hey, und diese Kurve kriege ich einfach nicht hin. Okay, und das muss jetzt wieder hinhauen. Das ist echt so eine Stelle, denkst du dir, wuh! Müsste reichen, aber das ist echt krass, ey. Da denkst du echt, du fährst da volle Lotte gegen und dann, oder fliegst da volle Lotte gegen und dann kommst du doch noch irgendwie durch. Aber die Strecke ist auf jeden Fall mega geil, finde ich irgendwie. Hat was. Vor allem weiß man, dass man hier auf jeden Fall noch was rausholen kann. Ah, hier sind wir wieder viel zu schnell gewesen. Okay, von vorne. Das war jetzt mal gar nichts. Die Kurve haben wir einfach nicht gekriegt. Das war natürlich doof. Okay, bis hierhin alles cool. Jetzt kommt wieder meine irgendwie Lieblingskurve. Wenn man die richtig bekommt, ist das schon ziemlich geil. Alter. Diese Kurve, ey, die hat es echt in sich. Die da rechts hinter dem Zeppelin ist das. Der Jump dann natürlich mega geil. Also muss ich echt sagen, dass das echt geil gemacht. Dieser Jump hat echt was. Oh! Okay, das war richtig kacke gefahren diesmal. Und noch anderthalb Minuten bleiben uns. Hier eine Zeit hinzuzaubern. 43. Simmer. Okay, ist jetzt nicht so geil. Aber hey, wir fahren die Strecke zum allerersten Mal, glaube ich, ne? Also ich kann mich zumindest nicht an sie erinnern. Oder ich habe sie einfach vergessen. Oder was mich allerdings wundern würde. Weil dieser Jump, der ist mega. Fuck, das war gar nicht gut. Ja, ist halt mega, sag mal, einprägsam. So, schauen wir mal. Das war, wie man fliegt, ist schon krass. Und die Kurve haben wir jetzt mal richtig geil bekommen.
Damit haben wir noch mal ein bisschen aufgeholt. Ein Try geht noch. Naja, 39. Beim letzten Try hat eigentlich nur eine Kurve nicht richtig hingehauen. Alles andere war eigentlich ziemlich top. Boah, fuck! Ja gut, letzter Try damit auch im Sack. Naja, egal. Ist natürlich ärgerlich, dass der letzte Try so in die Hose ging jetzt. Wir verlieren richtig viele Plätze, Alter. Entweder haben die anderen nochmal rausbekommen, ob man die ja besser machen kann, oder einfach Luck. Wir haben Pech. Naja. Ah, ich habe die Kurve nicht hinbekommen hier. Ah, man merkt richtig, was hier doch alles drin ist. Wenn man hier und da noch ein klein bisschen was probiert. Naja. Wieder keine Verbesserung. Großartig, du hast den 46. Platz erzielt. Bringt mir aber einen Scheiß. Naja, das war diese Strecke. Die Strecke fand ich cool. Auf jeden Fall gefällt mir, auch wenn ich da nicht weit vorne gelandet bin. Aber mit ein bisschen Übung ist bei dieser Strecke auf jeden Fall richtig was Geiles rauszuholen. Also wenn man die meistert, coole Sache. Respekt an den Sieger. Aber der kennt die wahrscheinlich schon ein bisschen besser wie ich. Beziehungsweise wir. Ja, so eine Rollercoaster-Strecke wird's auch mal wieder ganz cool. Hätte mal wieder was. Welcome to the Trackmania Black Series Hard to Master. Fakt des Tages, das internationale Stadium hat mehr Sitzplätze als jedes andere fiktive Stadion der Welt. Woohoo! Ja. Finde ich mutig, diese Aussage. Ich meine, fiktive Stadien. Nee? Naja, ihr wisst schon. Da fallen mir so einige ein. Und die sind doch relativ groß. Naja. Aber hey. Okay, da wären wir wieder bei unserem Stadium. Na super. Mal sehen, was haben wir diesmal für die Strecke? Also der Anfang kommt mir sehr bekannt vor. Und es ist nicht gerade eine meiner Lieblingsstrecken, wenn ich das so in Erinnerung habe, wenn es wirklich die ist. Die ich vermute, ja, sie ist es definitiv. Definitiv nicht meine Lieblingsstrecke. Ich glaube, die sind wir auch schon mal gefahren. Wenn ich mich recht entsinne. Oh ja, die sind wir definitiv schon mal gefahren. Ja, ich hasse sie. Naja. Okay. Natürlich ist da noch viel, viel Luft nach oben. Schon, hätte fast hingehauen. Diese Bodenwellen, ey, die sind echt fies. Also mal kurz angeeckt, aber es geht weiter. Aber jetzt müssen wir auf die Schikane aufpassen hier. Die haben wir gut genommen. Dann der Jump ins Ziel. Oh, Platz 13 erstmal. Werden wir das bestimmt nicht behalten, natürlich nicht. Da müssen wir auf jeden Fall nachlegen. Dann sieht man es auch schon 16., 17. und schon geht's nach hinten wieder. Ja, bei so vielen Spielern ist das echt, echt schnelllebig. Das Geschäft. Geht da noch was nach vorne? Müssen wir mal schauen. 39. Ich glaube, das können wir klicken. Lieber von vorne nochmal. Vor allem die erste Schikane müssen wir sauber fahren, endlich mal. Weil wenn wir die sauber bekommen, dann... haben wir ein bisschen in die Alten gegangen. Ja, da sind wir gut rumgekommen diesmal. Momentan 50. Naja. 33. Wir scheinen auf einer schnelleren Runde zu sein als bisher von uns. 31. Ja, da gibt noch was. Okay. Und diese Schikane hier kriegen wir mal wieder sauber. War jetzt nicht so gut gefahren an dieser Stelle.
Da fehlt der Speed für den Zielsprung und ja, so ist am Ende nur der 37. Rang erstmal drin. Ne? Ja, die letzten Kurven, die müssen wir auch noch sauberer fahren. Nach der Schikane. Ah, das war gut. Ah, sind wir auch mal sauber rausgekommen, fand ich. 33. momentan. Also zeitmäßig natürlich 33. 19. Ah, da geht was. Oh, jetzt hätte ich fast die Schikane verplant, aber das ging nochmal gut. Ah, da habe ich die Bremse wieder viel zu früh getätigt. Heck! Naja, aber immerhin 21. War eine gute Zeit. Aber da geht noch mehr. Da geht noch viel, viel mehr für uns. Aber das sieht doch ganz gut aus. 21. Ja. Habe ich Schlimmeres erwartet. Ah, das war gar nicht mal so übel gefahren, fand ich jetzt. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich fand es ganz cool. Ah, da waren wir vielleicht ein bisschen langsam. Und da verlieren wir auch viel, viel Zeit. Schade. Momentan 22. So, jetzt kommt die Stelle, wo wir noch definitiv was rausholen können, wenn wir die Schikane sauber bekommen. Plus diese Kurve hier. Ja, das war gar nicht mal so übel. Und da kommen wir auch sauber an und sind 9. Da muss ich sagen, Top-Zeit. Hatte ich jetzt nicht so mitgerechnet. Ich glaube, einen weiteren Schwein wird nicht durchgehen. Ah, ob hier ein Platz unter den Top 10 am Ende übrig bleibt, ich bin mal gespannt. Boah, das hätte man gerade fahren sollen so. Ah, da sind wir ein bisschen früh in die Eisen gegangen, das hat Zeit gekostet. Egal, wie gesagt, die Runde wird eh nicht zu Ende gehen. Auf Platz 10, nein! Ach komm. Aber die Strecke, die liegt mir irgendwie. Komischerweise. Ah, hätte man auch zu Ende bekommen. Schade. Aber Platz 10, hey, ist doch ein super Ergebnis, oder? Wie seht ihr das? Da haben wir richtig gut gemacht. War auf jeden Fall mal eine nice Runde. Platz 10. Irgendwo werden wir da stehen. Ich habe keine Ahnung wo, aber irgendwo ganz bestimmt. Wenn ihr euch wundert, dass hier so viele Kanadier auf dem Server sind. Also, ich bin auf einem kanadischen Server. Und was nebenbei erwähnt. Die Lags halten sich Gott sei Dank in Grenzen. Mal sehen, was jetzt für eine Strecke kommt. Ich hätte ja mal wieder richtig Bock auf so eine Long-Ride-Strecke auf jeden Fall. Also die so 10 Minuten gehen immer. Wäre mal wieder eine coole Sache. Aber ich glaube da nicht dran, dass hier eine kommt. Naja, kann ja nicht alles funktionieren, ne? Ich glaube, dazu müsste man einen eigenen Server aufsetzen und einen eigenen Room aufmachen, um das hinzubekommen. Und naja, bis die Rooms dann immer voll sind, ist dann halt ein wenig langwierig. Leider. Ich hoffe mal, dass sich die PS4-Server in der kommenden Zeit dann doch irgendwie füllen. Fände ich ganz schön. Weil es ist wirklich ein klasse Spiel. Es macht richtig, richtig Laune, meiner Meinung nach. Und bis man alle Strecken, oder zumindest viele der Strecken, richtig gut drauf hat, dauert das eine halbe Ewigkeit. Und ich sag mal, Gang-Freunde oder so, macht das Ganze nochmal eine ganze Ecke mehr Spaß. Oder mit Freunden, gibt ja auch einen Koop-Modus, der bestimmt auch richtig interessant ist, wenn man ihn dann spielt. Ich konnte ihn leider bisher noch nicht testen. Bisher habe ich leider noch keinen an die Hand bekommen. Oh je. Eine Rollercoaster-Strecke und ich glaube, die kenne ich. Ebenfalls. Oh ja, und wie ich die kenne. Oh Gott, ich mache jetzt schon mal nur Scheiße am Anfang. Oh Mann, und die Strecke, die war gar nicht mal so leicht. Wenn ich mich recht entsinne. Also hier muss schon viel Konzentration wieder aufkommen. Ja, das Schwierige ist jetzt an dieser Strecke für mich, mich an diese Magnetstrecke wieder zu gewöhnen. Weil die Steuerung da ein klein bisschen direkter ist als normal. Weil da Grip keine große Rolle spielt, weil man hat eigentlich kontinuierlich den kompletten Grip, den man kriegen kann. Also 100%. Jetzt war es, glaube ich, nicht so sauber gefahren, aber ist auch okay. Und jetzt sind wir wieder an der Stelle. Ihr erinnert euch, das haben wir so oft versaut, diesen Sprung. Aber bis jetzt sieht ganz gut aus.
Ich meine, da war jetzt auch nicht sauber der Sprung. Nein, da mal ein bisschen Zeit verloren. Aber wir sind mal gut dabei. Nein, und wieder Speed verloren. Ach komm. Und nein! Ach, das gibt es doch nicht. Das ist doch scheiße. Sah so gut aus, die Runde. Zumindest halbwegs. Und wenn du dann halt hier auf diese Engine-Op-Dinger kommst, verlierst du halt wirklich extrem viel Zeit. Und komm, da geht doch noch was hier auf dieser Strecke. Also ich meine, einmal dieses sauber fahren. Den Sprung hier sauber hinbekommen, so wie jetzt. Ist hier auf jeden Fall was drin für uns. Weil der Rest, der ist jetzt gar nicht mal so schwer. Wenn man da konzentriert seine Runden dreht. So wie hier, jetzt nur nicht. Alter, Konzentration, das war gar nicht übel. Wenn wir den Jump jetzt noch hinkriegen, sauber. Ja, das sieht doch gut aus. Sind wir erstmal Erster. Und schon sind wir wieder Zweiter. Aber ein weiterer Beweis dafür, dass ich diese Rollercoaster-Strecken wirklich extrem gerne mag. Das hat, glaube ich, Zeit gekostet. Sind wir zwar wieder Dritter, aber wir werden auf jeden Fall eine gute Zeit hier hinlegen. Da bin ich mir sicher. Eine Top-Platzierung vielleicht. Kommt drauf an. Es wäre zumindest schön, wenn wir eine Top-Platzierung halt hier hinlegen würden. Darf ich nicht so viel driften? Oh, fuck, fuck, fuck. Das war gar nicht gut. Und da versauen wir es. Schade. War eigentlich eine gute Runde bis dahin. Ah, das hat Zeit gekostet, leider. Aber wir sind immer noch Dritter. Alles im grünen Bereich. Und noch eine Runde geht hier nach. Vielleicht können wir nochmal angreifen. Vierter sind wir jetzt, schade. Vielleicht nochmal eine richtig konzentrierte Runde fahren. Nachdem wir diese hier beendet haben. Sollten. Scheiße. Da juckt mir das Auge. So eine Kacke. Müssen wir uns ranhalten. Natürlich jetzt kacke, dass wir hier so viel Zeit verlieren. Ja, wir brauchen gleich 40 Sekunden. Ja, aber ich glaube, die haben wir noch. Schon. So, und jetzt Speed aufnehmen. Rein in die letzte Runde. Was? Ah, nein. Ja, das war's. Leider war es das. Schade. Aber eine Top-Platzierung ist es dennoch. Schade, dass wir da diesen einen Fehler jetzt reingehauen haben in diese Runde. Naja. Ärgerlich. Weil hier wäre deutlich mehr für mich drin gewesen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ihr seht ja selbst, was ich hier an Zeit wieder aufhöre. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was war das denn? Jetzt können wir einfach hier lang kriechen. Scheiß drauf. Schade, nicht unter den Top 3. Das ärgert mich ein bisschen. Die Chance war nämlich da. Aber so wären wir immerhin am Ende Platz 4. Ist auch ein gutes Ergebnis. Na, meine Freunde, ich würde sagen, das war's dann schon wieder für heute. War doch sehr erfolgreich. Zwei gute Runden am Ende. Und beim nächsten Mal mal schauen, was wir dann machen. Ich guck mal, vielleicht ob ich den Server mit was anderem mal entdecke. Vielleicht mal einen anderen Spielmodus oder so. Wir werden sehen. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal hier bei Trackmania Turbo.